So, hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Thea 2. Ich schau noch kurz Aufnahme. Läuft, Aufnahme läuft, super. Was soll ich sagen? Ich habe wieder was gefunden, worüber ich mich aufregen kann. Ah, wir haben jetzt die Schlange hier drin. Als. Ja, man sieht, dass da ein Drache, dass es quasi ein Nachfahre eines Drachen sein soll mit diesen Hörnern und so. Das hat was. Achso, wir müssen sowieso die Nacht noch da bleiben. Gut, dann. Ja, so passt ganz gut. Kochen wir noch kurz was. So. Einmal reicht. Sagen wir einfach mal, ich habe etwas gefunden. Okay, das ist jetzt nicht wirklich relevant. Ah, die kann Inspire lernen. Das ist super. Destiny für unsere Heilerin. Naja, gibt Schlimmeres. Da unten sind weitere Slaven. Das hier ist, glaube ich, noch eine Alternative zu dieser Bodan-Geschichte. Oder nee, das sind die zwei. Im Moment. Ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall, was ich jetzt vorhabe, ist, ich möchte ein Boot bauen, um hier rüber zu fahren. Oder wenigstens ein Floß oder was in der Richtung. Da sollte ich erstmal sicherstellen, dass ich genug Holz und sowas habe. Und ich hatte überlegt, ich könnte ja auch mit den Stingers handeln, falls ich noch irgendwie interessantes Zeug im Inventar habe. Was nicht so wirklich der Fall ist. Aber vielleicht kann ich von denen doch noch ein paar gute Sachen holen. Aber erstmal Holz sammeln. Ich meine nämlich, wir haben durchaus die Möglichkeit, zumindest ein gutes Floß zu bauen. Genau, wir haben zum Beispiel Blood Bones. Und könnten dann noch Monster Bones nehmen. Hätten wir eins mit 1880. Alternativ kann ich die Diamanten nehmen, dann hätten wir sogar 2400. Warte mal. 1881. Komm, ich schmeiße die Diamanten rein, einfach damit wir ein gutes Boot haben. Und bei den Stingers können wir uns gerade eh nichts leisten. So, das heißt. Quatsch, hier. Buildings. Wir hauen da unser bestes Zeug zusammen, damit wir auch ein sehr gutes Floß haben. Und dann vorher gehe ich aber nochmal hierhin zurück. Die Holzsammler mal bitte ab. Und für den Fall, dass hier bessere Leute dann. Okay, 6 Runden brauchen wir. Nö. Ich wusste jetzt nicht, ob von denen zufällig jemand auch noch einen hohen Crafting-Wert hatte. Gut, so geht's auch. Oh, dann habe ich eine Sache, die ich noch machen kann. Die brauchen 7 Runden. Das braucht zu lange. So kriegen wir zumindest eines fertig und das passt auch so in etwa. Jetzt lass es abwarten. Aber was ich sagen wollte, worüber habe ich mich denn aufgeregt? Ach, Moment, wie viele Punkte habe ich jetzt hier für. Stimmt, das wollen wir noch. Da brauchen wir noch einen Punkt. Und zwar, ich sollte aufhören, im Internet mit Leuten zu diskutieren. Es führt zu nichts. Wirklich gar nichts. Insbesondere, wenn Leute sich einfach weigern, Fakten, nachweisbare, beweisbare Fakten als solche anzuerkennen. Ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel die Evolutionstheorie. Okay, ich erkläre damit das gleich weiter. The day is clear, yet suddenly before you hangs a singular dark patch of thundering clouds. It's moving fast, but it will not cross your path. Seems interesting. Investigate it from a safe distance. Ach, der dieser Chort Chart, was auch immer. Wir kennen das. So. So, ist jetzt nicht weiter interessant, vor allem er hat uns einfach mal Schrott gegeben. Perfekt. Wir können theoretisch sogar schon ins Wasser. Ich würde trotzdem gerne einmal noch hier wenigstens Fisch sammeln. Einfach nur mit Nahrung und sowas. Und wir können jetzt Grand Gems herstellen. Das ist super. Und er kann jetzt Trash Attack verbessern. Jedenfalls. Das ist halt so eine Sache. Leute scheinen nicht zu verstehen, was in der Wissenschaft der Begriff Theorie bedeutet. Oh, mitten auf dem Meer.
The traumatic events of the last few days made it clear your child is child no more. They now face the time of the croppings, the rite of passage into adulthood. But this path is never easy. You must now choose what journey the young one will take before, God's willing, they may return to you as an adult. So. Wir könnten die zu einer weiteren Hexe machen. Wir haben aber schon eine. Wir können aber auch sagen, your child has always been different and allow fate to guide their path completely. Wir könnten sie aber auch zu einer Kriegerin machen. Wobei, da ist es Strength or Chance. Ich glaube, ich nehme einfach nur Chance. The path of fate is ever spinning in chaos. The child is sent into darkness and from it they will emerge anew. Begin the trials. Okay, das hat nicht so gut geklappt. Alas, your child walked the path of fate and fate did not have good things in store. They do not speak of what befell them, but they return weakened and depressed, but also accompanied by a red friend. Tja, immerhin. Ja, wobei, in der Position, also Scoundrels können ein paar von den Fähigkeiten ja auch lernen, die ganz nützlich sind. Und die Ratte, gibt Schlimmeres. Rejoice that they have returned alive, ja. Das ist halt was, was immer passieren kann, also. Entsprechend schaue ich jetzt mal kurz, was hat die eigentlich. Trägt halt immerhin ein gutes Schwert. So. Hallo, losfahren. Wieso können die nicht los? Was sind das jetzt für ein Mist? Ist das irgendwie gerade ein Bug oder sowas? Na toll, dann muss ich vielleicht jetzt einfach meine Nacht hier weiter hängen. Aber die Schlange steigt auf. Kriegt einen Punkt in Stärke. Die ist sowieso quasi so ein bisschen unser Krieger, gerade mit dem Poisonous Bite und sowas. Hält nur nicht viel aus, das ist das Problem. So, jetzt geht's. Wir werden da also bald anlanden. Jedenfalls, was ist eine wissenschaftliche Theorie? Viele scheinen zu denken, eine Theorie sei nichts anderes als eine Hypothese. Dem möchte ich vehement widersprechen. Eine Theorie ist etwas, was auf Beweisen beruht und einen Fakt erklärt in der Wissenschaft und mehrfach getestet wurde. Bis eine Hypothese zu einer Theorie wird, vergeht viel, viel Zeit. Ja. Wir werden auf jeden Fall hier einiges an Nahrung suchen müssen. So. You have arrived on the fabled ancient forest island. It is said that this land emerged from hiding when the earth shattered, much like the cities of the dwarves. Much of the woodland here has been destroyed, but what remains is no less breathtaking. Disembark. These lands are home to the elder races. Both woodlandkin and forest demons stand as guardians of the evergreen woodlands, hoping to one day regrow what was lost. Creatures of the forest are fiercely territorial, so one should remain on guard. Ancient wood and exotic spices can be found here. Move out. So. Und ich möchte kurz sagen, gerade bei Evolution. Für Evolution gibt, also das ist wie gesagt eine Theorie. Und zwar eine Theorie, für die es inzwischen mehr Hinweise und Beweisführungen gibt, als für die Gravitationstheorie. Ach. Scheinen einige Leute nicht wahrhaben zu wollen, habe ich das Gefühl. So. Was gibt es denn hier? Okay, es gibt hier auf jeden Fall Edelsteine schon mal. Among the old trees, you discover the long abandoned remnants of an elven dwelling. Search the ruins. You search the old ruins until you realize that dark, foreboding mist is descending upon this place. The black mist is a dreaded remnant of the days of darkness. Call upon light or harmony to protect you from this dark power. You have skilled wise ones with you. Battle this force of darkness with your spirit. Das passt doch besser. Klappt sogar. You defeat the darkness and can now attempt to siphon its power. Ich würde es nicht machen. Do not risk meddling with the mist. Search the ruins for loot. Toll, ich finde zwei Schrott-Items und ein bisschen Leder. Aber hier gibt es echt wenig an Nahrung. Und ich meine, so langsam wird es halt knapp. Na, knapp ist auch wieder übertrieben, aber wir haben halt noch 18 Runden. Was insbesondere, weil die Ratte ja auch mitfrisst.
You are drawn to the site of another one of Mokosh's roots. This one is not assailed by light, but it is a mere tree stump that seems barely alive. Ich hab... And yet, despite its sorry state, you feel an immense power calling out to you. Ich hab doch gesagt, wir müssen hier hin. Das ist jetzt die Fortführung dieser, dieser göttlichen Quest. Forest folk, examine the tree and speak to the other plants here. Perhaps they know more. Zerka, if this is indeed a divine place, one should expect that an offering is needed. Move in closer to analyze the place. Ich würde sagen, Forest folk. The echoes of the old forest that once grew here whisper of the sister tree, a creature later called goddess and now forgotten. They tell you this root goes deep, deep into the earth, but something from within it is burning it up. It requires energy to stay alive, but you also see Alishi observing you. Okay, they tell you this... give a generous offering of cooked food. Offer the entire spirit essence of one of your own kin. Sacrifice the life of some pets to honor the gods. Give one life. A true sacrifice. Was können wir denn dabei wählen? Ich würde sagen, wir nehmen einfach das gekochte Essen. Auch wenn wir nicht mehr so viel haben, wir werden hier was zu essen finden. So können wir sagen, wir können ihn überreden. Ja, aber das gekochte Essen ist das, was wir am ehesten... Also 50 davon können wir am ehesten verkraften. Hiervon kann ich zum Beispiel mal sagen, gebe ich mal 15. Hiervon können wir mal 10 geben. Davon würde ich sagen, können wir auch nochmal 15 geben. Und noch 10 davon und zack haben wir's. Ist viel, aber passt schon. Alishi looks at you, but does not move. The air around you becomes thick. It is likely this offering offended the goddess. Oh, leave for now. Das war ungünstig. Der Mental Curse ist kacke. Aber hier können wir also wieder hin zurück und es nochmal probieren. Problem ist, wir brauchen jetzt dringend eine Verstärkung für unsere Nahrung. Ich werde jetzt nicht da hingehen und das versuchen, sondern... Mann, hier gibt es aber richtig viele Edelsteine. Ich werde vor allem erstmal hier Nahrung sammeln, nach Möglichkeit. Oh, crossing a woodland grove, you see a flickering light and you sense the fluctuation of mystical power. Ah, das kennen wir, glaube ich, sogar. Investigate. As you approach, you see the woodland shake as two spirits fight. One clearly emanates darkness and the other shines as bright as the sun. The light spirit notices you and pleads. Quick, aid me. This dark spirit seeks to corrupt this place, twist to its own dark will. I am weakened. Please help, or at the very least stay out of it. Forest demon, speak to this grove and examine it. This grove is indeed in peril. You see the tree bark scorched and the air thick with hot air. There's little life here, and that which you can sense seems oddly drone-like, lacking in the typical bustle of nature. Aid the spirit of darkness, würde ich sagen, weil wir wissen, das Licht ist hier das Problem. Klappt. You weaken the spirit of light enough that the darkness is able to break it. The effort causes an explosion of dark energy and a lingering dark mist washes over the grove, twisting the plants and trees instantly. You feel the darkness left you stronger. Ja, wir kennen das. Shadowkin und Alpha Clans. Wenn wir dem Licht helfen, ist das hier vielleicht eine Möglichkeit, bei den Lightbringers sich einzuschleimen. So, wir brauchen auf jeden Fall Nahrung. Und was ich auch möchte, ist... Curse Removal geht nicht. Wir brauchen mehr Kräuter. Okay. Die gibt es hier zum Glück wie Sand am Meer. Wisdom. So. Obwohl, was kann ich sonst noch für Rituale brauchen? Also für dieses Ritual. Edelsteine oder Kräuter. Und hier gehen Pilze, Kräuter oder Edelsteine. Ja gut, dann. Dann gehen wir dahin zurück. Obwohl, wir brauchen eigentlich immer noch mehr Nahrung. Das heißt, ich gehe erst noch mal kurz hier hin. Sammle noch was hiervon. Und koche mal was. Gerade mit... Wir brauchen eigentlich echt mehr Fisch. So. So. Das brachte ein bisschen was. Okay, so weit kommen wir gerade noch nicht. Hätte ich das mal gewusst. Ach, ich komme sogar noch hier hin. Perfekt. Fisch mitnehmen.
und ein bisschen was kochen. Einfach weil es insgesamt eine größere Masse an Nahrung dadurch gibt. So, und weiter. Ich komme immer noch nicht bis da. Das ist jetzt traurig. Aber ich kann immerhin... Ja komm, ich kann es ja auch umgekehrt einmal machen. Baked Fish, so. Das Problem ist halt wirklich dieser Fluch, weil den müssen wir dringend loswerden. Hypnose ist sehr schön. Die Schlange wird stärker. So. Und jetzt wird gesammelt. Und der Rest forscht dann halt hier so lange, bis wir genug Kräuter haben. Ah, da sind Bären oder so. Moment, wie viel brauche ich genau für mein Ritual? Ich brauche 50. Das heißt, das braucht noch ein bisschen. Ah. You're rudely awakened by a rabble of folk slowly descending upon your campsite. At first they seem like mere bandits, but you see their eyes are bloodshot. Their face is twisted in an angry grimace and their mouths foaming. Scavengers, take a closer look. Das ist schon mal passt. They are your kin, but far gone with the dark sickness, a remnant of the age of darkness past. If you could capture them, perhaps they could yet be cured, as you have been by following the gods. But beware, the madness is more than mental, for they spread toxin and disease too. Lure them into a trap. You captured the scavengers safely, and indeed, you find they are feverish and sick. Nette Frucht. Medic, use medicine to help them out. Oh, wir kriegen gleich zwei Leute dazu, das sind noch mehr Mäuler zu stopfen. Not all minds and bodies are strong enough to survive this taint, but even with your help, some of the victims pass away. But others show signs of recovery, or at least improvement. They regain some semblance of their mind and are thankful for your aid. Perhaps some will choose to stay with you. Even if they do not, they leave what they can and thanks. Das heißt, jetzt haben wir hier eine Scavenger und ein Kind. Und wir haben nur noch für 9 Runden was zu essen. Die Ratte steigt auf. Ja, erstmal der Kleine hier. Kann Soltair lernen. Was gibt Demon momentan? Ja, Demon ist besser einfach auf der momentanen Stufe. Hat eine 1,6 Skalierung. Da lieber Strength of the Swarm verbessern. Die Ratte wird intelligenter, das ist gut. Habe ich jetzt genug fürs Ritual? Ja. Dann würde ich sagen... Kraut. Und dann jetzt mal schauen, wer hat denn die höchsten Werte darin? Kann ich irgendwie... Show Busy Characters, genau. Das heißt, ich kann die nämlich da auch mit reinpacken. So. Die Plätze, die jetzt irgendwie weggefallen sind, kann man ja auffüllen. Na, die brauchen dafür zu lange. Aber... Ja, wobei, ich könnte die rüberschieben. Nee, Quatsch. So. 5 Runden dauert immer noch zu lange. Wie lange brauchen die für das Ritual? 2 Runden. Was passiert, wenn ich jetzt... Die hier nehme, die brauchen 5 Runden. Dann vergessen wir halt einfach den Kram. Passt schon. Wir werden angegriffen. Nicht so schön, aber es klappt. Von 25 Fleisch, damit kann ich arbeiten. Dann kann ich ja die Leute, die ich noch habe, was kochen lassen. Wobei, die haben keine hohen Crafting-Werte. Wenn wir weiterziehen. So, Fluch ist aufgehoben. Die sollten jetzt alle wieder in Ordnung sein. Ja, und ich kann ja auch noch Hunde und Schweine verteilen. Das Kind kriegt ein Schwein, dann ist es schneller unterwegs. Du kriegst das Tierchen hier. Passt soweit. Aber die Rüstung hier ist halt ziemlicher Mist. Na gut, das ist besser als gar nichts. Gut.
Ich könnte natürlich auch einfach die Ratte hier opfern. Aber ich werde mir erstmal die Ruine hier ansehen. Und vor allem, wir haben sowohl Früchte, und davon gar nicht mal wenig, als auch Fleisch. Das heißt, wir können definitiv was kochen. Ich würde zum Beispiel sagen, wir haben noch ein bisschen was jetzt hiervon übrig. Machen wir doch mal Wein. Und wir haben zum Beispiel auch genug Fleisch, um einfach nochmal das so zusammenzuschmeißen. Ja komm, dafür reicht's einmal. Okay. Jetzt würde ich sagen, gehen wir erstmal hier hin. You discover an elven sacred ground committed to the memory of the dead. Investigate. You come closer to the tree and realize that out of one of the roots grows the figure of an elf. A wooden statue, lifelike yet clearly static. It has several ornaments made of precious stones and metals, including a tiara, some rings, and a decorative chest piece. You feel your divine connection pulling you towards the statue. Touch it, das passt schon mal. When you touch the statue, you feel it tugging at your bond to the gods. There's an emptiness inside the sleeping elf, and your domain seems to correspond to what is missing. You feel that you would be able to feed this emptiness, but it may be risky. Ja, komm, give some of your spirit so that the soul may cross over in peace. You open your spirit and through the connection of the divine, the force flows into the sleeping elven soul. The statue looks at peace and then slowly before your eyes it turns to silver ash. You feel that you can take whatever the soul left for you without being disrespectful. Mithril. Und 6 Punkte bei Woodlandkin. Okay, weiter komme ich jetzt noch nicht. Das heißt, was ich jetzt... Okay, das Sammeln klappt nicht, dafür sind wir nicht gut genug. Und wir haben doch ein bisschen was hier abgekriegt. Aber hierfür kann man zum Beispiel auch Holz verwenden, was halt sehr praktisch ist. So, Spiritual Healing. Da haben wir zwei, die darin sehr, sehr gut sind. Und jetzt wird ansonsten nochmal ein bisschen... Wird gekocht. Zum Beispiel mit Fleisch und Früchten. Oh, und wir kriegen einen Punkt da drin. Und Level-Ups. Mache ich jetzt noch kurz vor mit dem Folgenende. Showing off passt hier gut. Sie hier hat schon irgendwelche Talente in die Richtung. Ja, hat Reliable Argument, das heißt, Showing off ist nicht mehr wirklich nötig. Obwohl, Intelligence ist höher bei ihr, aber Master Healer passt mir besser. Hier kommen Lucky Sword ist ganz okay. Jetzt könnten wir überlegen, was wir denn aus Edelsteinen und sowas alles herstellen könnten. Zum Beispiel, wir brauchen dringend Schmuckstücke, mit denen wir unsere Tiere schützen können. Aber genug davon. Ich würde sagen, dann mache ich hier einen Schnitt. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Lasst konstruktive Kritik, vielleicht ein Däumchen nach oben da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Let's Play Thea 2. Und dann schauen wir mal, dass wir vielleicht hier das mal mit einem anderen Opfer versuchen als mit Nahrung. Bis dahin, Cheerio!